Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir bleiben in unserem Deutschkurs A2 bis B2, sogar bis DSH-Vorbereitung bei unseren grammatikalischen Transformationen zum Thema Karneval. Wir sind bei der Übung 9 auf Seite 5. Bitte transformieren Sie grammatikalisch nach meinen Anweisungen, ohne den Sinn des Satzes zu verändern. Nummer 21. So mussten die Gläubigen in dieser Zeit auf den Fleischverzehr verzichten. Transformieren Sie bitte A zu einer Modalverbumschreibung und B zu einer Verbalisierung. Nummer 22. Aber auch für andere tierische Produkte wie Milch, Käse und Eier galt dieses strenge Verbot. Transformieren Sie zum Verb. Nummer 23. Wie Nummer 22 nun aber mit Modalverb im Passiv. Nummer 24. Fasching feiern wir in deutschen Landen rustikal mit Musik, mit Schunkeln, Schlemmen und Saufen. Verbalisieren Sie bitte. Und Nummer 25. Das sich verkleiden ist überall Tradition. Transformieren Sie zum Adjektiv bzw. zum Verb. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich werde Ihnen die Lösung im Beschreibungsteil des Videos nachliefern, um Ihnen eine Kontrollmöglichkeit zu geben über das, was Sie niedergeschrieben haben. Diese Transformationsübungen sind wichtig für jede Prüfung, besonders für die DSH-Prüfung. Die müssen Sie beherrschen. Tschüss.